Also es ist auf der einen Seite sicher wichtig, eine rationelle Ausbildung zu haben mit Materialien, also chemische Kenntnisse zu gewinnen und mit Materialien Umgang zu pflegen und so, dann tiefere Einsichten zu gewinnen, wie in einem Labor, aber auch Selbstversuche, hauptsächlich Selbstversuche. Die Prozesse zu beobachten, die entstehen, wenn man etwas scheinbar Unzusammenhängendes in einen Zusammenhang bringt und was daraus erkennbar wird. Also diese laborhafte experimentelle Arbeit ist Voraussetzung, sich eine eigene Sprache zu schaffen, die dann der künstlerische Ausdruck seiner Individualität bedeutet. Also man hat ja eine gewisse Lebenszeit und nur diese Zeit ist zur Verfügung, nicht mehr. Diese visionäre, diese phänomenologische Bildhaftigkeit etwas mitteilt und besonders von denen, die diese besondere Begabung haben auch oder eine hohe innerliche Anstrengung verfolgen, um es zu erreichen, das, was man ahnt, nicht so. Das ist dieses Ahnbare, was einen ständig, wie mich ja doch ständig berührt und manisch treibt. Nicht? Da ist etwas und es findet noch keinen Ausdruck in meinen Werken, aber ich weiß, dass es ist und sage mir, das Eigentliche ist noch nicht getan. Ich arbeite nur immer prozessual daran und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin dem nahe. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist der innere Charakter des Getriebenseins und des fast manischen Ausdrucks. Das kommt darauf an, wie frei die Gesellschaft ist, den Künstler zu akzeptieren. Er muss erst um seine eigene Freiheit kämpfen und seinen eigenen Ausdruck durchsetzen gegenüber den Konventionen, die in einer Gesellschaft bestehen. Also er kämpft ständig gegen die Vereinbarungen, die Konvention, die da besteht, das ist Kunst und das ist nicht Kunst, das ist gut und das ist böse und eigentlich gibt es nur gut und schlecht. Und das ist seine Praxis. Also er sollte die Gesellschaft beunruhigen und sich behaupten. Nicht? Also nicht in die Guillotine gehen, sondern erst mal behaupten.